Für unser heutiges Gericht benötigen wir folgende Hauptzutaten: 500 Gramm Korkenzieher-Nudeln, 350 Gramm Erbsen, 6 Möhrchen, die haben wir gewaschen, geschält und in solche Stifte geschnitten, 2 Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten, etwas frischen Schnittlauch, fein gehackte Petersilie, 10 Cornichon-Gürkchen, die wir hier in solche Scheiben geschnitten haben, 500 Gramm fettarmer Joghurt, ein Ei und 250 Milliliter Öl. Die Korkenziehernudeln haben wir jetzt in einen Topf reingetan und die werden jetzt gekocht in Salzwasser, bis sie al dente sind. Während die Nudeln nun kochen, bereiten wir unsere Mayonnaise vor. Dafür habe ich jetzt hier das Öl. Dann schlage ich das Ei auf und gebe es dazu. Setze das relativ mittig. Dann gebe ich einen Esslöffel Kräuteressig dazu. Ein Teelöffel Senf kommt auch noch dazu. Und dann würzen wir das mit Salz und Pfeffer. Das Ganze schlagen wir jetzt in Intervallen mit dem Zauberstab auf. Also ich setze den mittig hier in den Topf rein und dann schlage ich, also dann lasse ich dann den Zauberstab in Intervallen halt aufschlagen. So verbindet sich das Ei ganz langsam mit dem Öl. So sieht nun unsere fertige Mayonnaise aus, also richtig schön fest. Nachdem wir die Nudeln abgeschüttet haben, geben wir die in eine große Schüssel. Dann kommen die Erbsen, die Möhrchen, die Frühlingszwiebeln, die Cornichons, Petersilie, Schnittlauch, jetzt aber die Petersilie. Dann mengen wir einmal kurz unter. Nach dem Umrühren gebe ich noch den Joghurt dazu und unsere selbstgemachte Mayo. Nun menge ich das Ganze nochmal unter. Zu guter Letzt schmecke ich nochmal kurz mit Salz und Pfeffer ab. Unser Nudelsalat wandert jetzt in den Kühlschrank für mindestens 2 Stunden, damit er richtig schön durchziehen kann.